Herzlich willkommen mit Thomas Grillwerkstatt in der Autoküche. In der letzten Folge haben wir ja Brisket gemacht. Weil ja Brisket immer etwas größer ist, bleibt da meistens was übrig. Und diesmal zeige ich euch, wie man ein Brisket weiterverarbeitet. Dazu machen wir heute richtig leckere Brisket-Tacos. Mein Name ist Tom Heinzle. Ich bin Buchautor, Grillprofi, Foodstylist, Genussmensch. Dazu brauche ich Pfirsich, Mais, natürlich Brisket, Salz, Pfeffer, Barbecue-Soße, Peperoncino, etwas Rucola und ein kleines Deko. Als allererstes müssen wir den Mais bei direkter Hitze mal rundum brennen. Und beim Pfirsich nehmen wir uns den Kern raus. Anschneider drehen, Kern rauskitzeln. Hopp, da ist er schon. Und die Pfirsiche werden auch auf der Schnittseite gebrändet. Und das bei voller Hitze. Hopp. Der Mais laufen drehen, dass er rundum schön Rösterraum kriegt. Zwischenzeitlich nehmen wir uns zwei Scheiben vom Brisket, wo übrig geblieben ist, und machen da kleine Würfel. Ungefähr die Größe. Nehmen wir so ein feuerfestes Fennele und das, dann das da rein. Dann kommt da großzügig Barbecue-Soße drüber. Und etwas Apfelsaft. Okay, schauen wir, was der Mais macht. Das Schöne an den Tacos ist, die sind schon so richtig schön fruchtig, frisch. Also richtig ein tolles Sommergericht auch. So. Die Pfirsiche haben schon schönes Brennen gekriegt. Die können wir runternehmen. Der Mais ist auf einem guten Weg. Okay. Und jetzt müssen wir die Pfirsiche in feine Scheiben schneiden. Und das Ganze mundgerecht ist, einmal auch der Länge nach. Und da dazu. Dasselbe. So, der Mais schaut auch schon gut aus. Der hat schon rundum ein schönes Branding gekriegt. Schaut nochmal rein da. Beim Kamado Grill ist es ja so, da liegt bei mir unter immer ein Gussrost drin. Immer. Wenn ich ihn anzünde, kommt sofort der Gussrost rein. Warum? Das seht ihr gleich. Ich nehme jetzt den Mais runter. So kann ich sofort von direkter auf indirekte Hitze umbauen. Nehme da der Konvektor mit diesem Gestell vom Expander und kann sofort von direkter auf indirekte Hitze umstellen. So. Kommt der Mais, schälen wir den Mais da runter. Der ist heiß. Mal durchhacken. Der darf nicht allzu groß sein. So, jetzt kommt der Sohn dazu, zum Brisket mit der Barbecue-Sauce und mit der Pfirsich. Jetzt nehme ich da etwas Grillpfeffer. Etwas Grillsalz. Und etwas Chili.
und rühre das einmal gut durch, dass sich die Barbecue-Soße und die Pfirsiche und die restlichen Zutaten gut miteinander verbinden. So, jetzt habe ich ein wenig Barbecue-Sauce und nochmal etwas Barbecue-Sauce drüber. Okay. Jetzt kommt das nochmal, dass alles miteinander schön warm wird. Alles miteinander nochmal so 10 Minuten bei indirekter Hitze, ungefähr 150 Grad auf der Grill. Und dazu legen wir gleich die Taco-Shells, dass die Temperatur kriegen, dass sie schön knusprig werden. Einfach so rund um die Pfanne hinstellen. Aber wichtig, indirekte Hitze. Dauert es ca. 10 Minuten und dann können wir anrichten. 10 Minuten sind um, jetzt holen wir die ganze Sache raus. Jetzt haben wir da einen Teller. Da haben wir schon die Taco-Shells rein. Die sind schön heiß. Vorher haben sie noch Platz gehabt. Genau, so ist es. Und jetzt die Pfanne mit dem Gemisch mit dem Brisket. So, dann fangen wir an zum Füllen. Ich nehme schau, dass das Fleisch, Mais und vor allem was erwischt. Gut so. Mal parkieren. Stellen wir wieder so dekorative Teller rein. Dann kommt etwas Rucola dazu, dass wir so feine, nussige Note kriegen. Und zum Schluss etwas Mayo. Ganz zum Schluss noch für die Farbe und für den Geschmack noch schöne rote Chili-Flocken. So, ein Blitzgericht. Das sind es jetzt. Meine Weiterverarbeitung von Brisket. Brisket-Tacos mit Barbecue-Soße, gegrilltem Mais und gegrilltem Pfirsich.